Die Meteorologin und Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb spricht beim Bankgespräch mit Markus Schober darüber, wie viel Klimawandel eigentlich verträglich ist und was es bräuchte für eine nachhaltige Trendumkehr zu einer verbesserten Klimasituation. Viel Vergnügen wünscht dir deine WBA. Herzlich willkommen zum zweiten Bankgespräch hier aus dem Türkenschanzpark. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast und darf Sie gleich vorstellen, Professorin Helga Kromp-Kolb. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, mit mir hier zu diskutieren. Gerne. Ich glaube, es ist das Thema unserer Zeit und ich darf Sie ganz kurz vorstellen, weil Sie sind Umweltmeteorologin und bis zur Emeritierung waren Sie ordentliche Professorin hier auf der Bodenkultur, gleich hier um die Ecke, und Sie haben zahlreiche Auszeichnungen bekommen. Ich darf auch einige sagen, dass Sie Wissenschaftlerin des Jahres waren. Sie haben das goldene Ehrenzeichen der Stadt Wien bekommen, auch das große silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Wien. Ich weiß, dass Sie nicht für die Verdienste gearbeitet haben, nämlich für das Klima, und ich kann mich an sehr viele Diskussionen und Auftritte von Ihnen, und Sie sind da wirklich mit Tatkraft dahinter, dass Sie den Österreichern und Österreicherinnen sagen, es ändert sich etwas am Klima. Und meine erste Frage an Sie, was ändert sich am Klima? Ja, ich glaube, das haben alle erlebt in den letzten Wochen und Monaten, auch in Österreich. Und vielleicht ist es notwendig, das auch den Österreichern und Österreicherinnen immer wieder vor Augen zu führen. Der Klimawandel passiert nicht irgendwo auf der Welt, sondern passiert überall, auch bei uns. Und verursacht auch bei uns Schäden in sehr hohem Ausmaß und natürlich auch hat gesundheitliche Folgen und kostet auch Menschen das Leben. Das heißt, der Klimawandel schreitet einfach fort. Wir haben jetzt einen Temperaturanstieg in Österreich, der ungefähr bei 2,3, 2,4 Grad gegenüber vorindustriellem Niveau liegt. Ich sage ungefähr, weil das immer Mittelwerte sind und das, die Frage, wie man mittelt, macht diesen kleinen Unterschied aus. Aber für alle praktischen Zwecke ist es vollkommen klar, es wird zunehmend wärmer. Und gerade die letzten 6 Jahre sind extrem viel wärmer geworden. Das heißt, möglicherweise beschleunigt sich das jetzt noch einmal gegenüber dem, was wir seit den 1970er Jahren etwa erlebt haben. Da war es mehr oder weniger ein linearer Anstieg und jetzt die letzten 6 Jahre waren deutlich wärmer. Ja, und wir wissen eigentlich noch nicht ganz genau, was das bedeutet, weil die Extremereignisse, es ist sozusagen, gehen immer von dem mittleren Niveau aus, und wenn das mittlere Niveau sich ständig ändert, ist nicht so klar, ob wir die Extremereignisse überhaupt schon erreicht haben. Also man kann aus dem Verhältnis der extremen Temperaturen im Verhältnis zu den mittleren Temperaturen aus den 60er Jahren ableiten, dass wir jetzt eigentlich ohne weiteres schon Temperaturen über 40 Grad haben könnten im Extremfall. Sie sind noch nicht aufgetreten, aber sie könnten es jederzeit tun. Es ist nicht sozusagen außer Reichweite. Und das ist ein bisschen beängstigend, dass wir gar nicht so genau wissen, in welchem Klima leben wir jetzt, weil sich das Klima ständig weiterentwickelt und eben leider nicht in eine günstige Richtung. Also wenn man sowas hört und normal darüber nachdenkt, das ist ja unsere Erde und da muss ich mir Gedanken darüber machen. Und Sie haben es vorhin gesagt, wir, und ich weiß, dass Sie eingebettet sind in einem internationalen Netzwerk von Forscher und Forscherinnen, und 14.000 Ihrer Kolleginnen haben wortwörtlich gesagt, es wird unsägliches Leid auf uns zukommen, wenn wir da nicht eine Änderung herbeiführen. Und ich möchte das nur ganz kurz vielleicht am 29. Juli fest nachmachen, nämlich am Welterschöpfungstag, der uns wieder vor Augen führt, wie wir mit der Ressource Erde umgehen. Und wenn wir am 29. schon alles verbraucht haben, was die Erde in einem Jahr wieder regenerieren kann, und wenn man aufgerechnet bekommt, dass wir 1,7 Erden bräuchten und wir Österreicher und Österreicherinnen 3,5 Erden verbrauchen und wir dann nicht einmal im höchsten, sage ich jetzt mal, Maß aller Dinge sind, wenn ich die Vereinigten Staaten oder andere anschaue, dann muss uns das zu denken geben. Und wie sehen Sie da auch die Kollegen und Kolleginnen, ist das etwas, was jetzt immer ernster genommen wird weltweit, oder wird erbärmliches, unsägliches Leid noch immer nicht so ernst genommen, wie wir es ernst nehmen sollten? Weil wenn Sie als Wissenschaftlerin sagen, wir wissen gar nicht, wo der Weg hingeht, dann müssten wir wirklich alle sehr gewarnt sein. Ja, ja, ich glaube schon, dass sich etwas tut. Ich glaube schon, dass eine Bewegung da ist. Was man vor allem sieht in den letzten 2, 3 Jahren, dass sich die Ziele, die sich die Staaten setzen oder auch die Städte setzen, dass sich die deutlich angehoben haben. Mhm. Also überholt ja, man sich da PR-mäßig oder ist das was, was man ernst nimmt? Das ist halt die Frage. Das ist meines Erachtens noch nicht wirklich klar. Mhm. Im Grunde genommen haben wir ja bis ungefähr 2030
um die Emissionen tatsächlich zu reduzieren. Das heißt, das noch nicht auf null, aber doch deutlich zu reduzieren. Die Wissenschaft sagt 65%. Das heißt, fast zwei Drittel der Emissionen müssten bis 2030 weg sein. Und da sehe ich die Maßnahmen noch nicht. Im Gegenteil, immer wenn eine Maßnahme vorgeschlagen wird, kommt sofort das Kontra von irgendwem. Und dieser Denkumschwung, dass man nicht sagt, wie schadet mir das, sondern wie kann ich das erreichen, der hat noch nicht stattgefunden. Und ich glaube, solange der nicht stattgefunden hat, werden wir nicht wirklich vom Fleck kommen. Und das gilt sowohl für den Einzelnen als auch für die Strukturen, die Institutionen und natürlich auch für die politischen Institutionen. Warum gibt es noch immer so viele Menschen in unserer Gesellschaft, die dieses Thema leugnen, die einfach wirklich den Klimawandel leugnen? Und wenn ich jetzt auch einen amerikanischen Präsidenten hernehme, der ja wirklich das gebetsmühlenartig irgendwie negiert hat, wie kann sowas vorkommen? Naja, ich glaube, das ist eine Schutzhaltung. Es ist im Grunde genommen nicht etwas, was man auf der Ebene diskutieren kann, gibt es oder gibt es nicht, sondern will ich die Konsequenzen ziehen oder nicht? Und eine der möglichen Arten, das nicht zu tun, ist zu sagen, es gibt den Klimawandel nicht. In Amerika kommt dazu, dass, glaube ich, gerade den Leugnern oder zumindest den Denkern dieser Leugnerbewegung sehr klar ist, dass Klimaschutz nur mit staatlichen Eingriffen geht. Also nur mit freiwilligen Verpflichtungen und Marktmechanismen kann das nicht funktionieren. Und wenn man aus ideologischen Gründen die staatlichen Eingriffe ablehnt, dann kann man das Problem nicht behandeln und daher muss man es leugnen. Ich weiß nicht, ob das bei uns so stark der Hintergrund ist. Ich glaube, bei uns ist es mehr ein einfach nicht wahrhaben wollen, dass man auch selber was ändern muss. Und die andere Art, damit umzugehen, ist eben, es schön zu reden und zu sagen, wir tun ohnehin. Oder dann reden wir es jetzt aber nicht schön. Was ist denn so das Worst-Case-Szenario, was man sich als mitleidlicher Mensch vorstellen kann, wenn man könnte sagen, es gibt Generationen, die sagen, mich wird es nicht mehr betreffen, die anderen sagen vielleicht auch aus einem Egoismus heraus, naja, so schlimm wird es nicht werden. Ich habe eine 5-jährige Tochter, also an alle, die zuschauen, eine 5-jährige Tochter wird das wahrscheinlich miterleben, oder? Sie wird das auf jeden Fall miterleben und zwar ganz massiv. Mhm. Aber auch Sie werden das noch erleben. Selbst ich spüre es ja jetzt noch. Wir werden es beide erleben. Wir werden es erleben. Sozusagen, wenn wir nichts tun, dann wird es progressiv schlechter werden. Also dann werden die Erlebnisse progressiv dramatischer werden. Aber gerade jetzt für den Bereich Wien sagt man, also Budapest und Wien sagt man voraus, dass das wirklich Hitzepole werden. Also ist einmal eine Tatsache, dass wir Sommer haben werden, die noch heißer werden, als wir das, was wir erlebt haben. Ja, wir sind in einem Bereich, wo wir den kühlenden Effekt des Atlantik nicht mehr wirklich spüren, sondern eher die Hitze des großen eurasiatischen Kontinentes. Dass es bei uns nicht wahnsinnig viel regnet, ist ohnehin bekannt. Das heißt, das kann noch dürftiger werden, was nicht heißt, dass die Regenfälle nicht sehr heftig sein können. Wir können extrem heftige Regenfälle haben und dann ist eben lange nichts. Heißt aber nicht, dass unser Wasservorrat so bleiben wird, wie er ist, weil extrem heftige Regenfälle versickern ja nicht, sondern werden relativ rasch oberflächlich abgeführt. Und das heißt, unsere Wasservorräte werden auch darunter leiden. Wien ist relativ gut bedient mit den Hochquellen, Wasserleitungen, aber trotz allem, man muss sich darauf vorbereiten, dass sich auch hier was ändert, weil wir auch wissen, dass Extremereignisse das Wasser trüben, also sozusagen die Qualität des Wassers auch verändern. Aber es geht eben um Hitze und sie sind in der Stadt noch stärker spürbar als am Land. Und da wäre es ganz wichtig, dass eben auch in der Stadt Wien viel getan wird, um der Hitze zu begegnen. Es wird einiges getan und es wird auch, wie soll ich sagen, Publikumswirksames wie Sprühnebel und Ähnliches, was ja durchaus angenehm ist, aber das ist nicht systemisch genug. Also wir müssen einfach schauen, dass Durchlüftungspfade in Wien da sind, dass Begrünung stattfindet an den Fassaden, auf den Dächern, aber vor allem auf den Flächen. Also das passt aber auch zum Klimaschutz. Also es geht nicht nur um die Anpassung an die Hitze, sondern es geht auch darum, dass wir mitwirken müssen, auch als Stadt Wien mitwirken müssen, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Und dazu gehört ein geringerer Autoverkehr. Und deswegen hat man da noch mehr Platz für Bäume zum Beispiel. CO2 reduzieren, ich glaube, das ist den Wienern und Wienerinnen, also in dem Umfeld, wo ich mich begebe, sehr bewusst. Wie sehr spielen da erneuerbare Energien mit? Eine ganz wichtige Rolle. Ich meine, es gibt drei Bereiche, nicht? Es gibt die erneuerbaren Energien, mit denen man die fossilen ersetzen kann. Es geht aber auch darum, dass man die Effizienz steigert. Das heißt, dass man dieselben Leistungen mit weniger Energie gewinnt. Und das Dritte ist, dass man überhaupt auf Leistungen
verzichtet, wobei ich das Wort Verzicht nicht so besonders schätze, weil es ja oft gar kein wirklicher Verzicht ist, sondern es ist Überflüssiges, auf das man nicht mehr durchführt. Mhm. Oder es sind Gewohnheitsänderungen. Und beides ist, glaube ich, nicht wirklich eine Beeinträchtigung der Lebensqualität. Hat Corona dazu beigeführt, dass wir generell uns ein wenig verändern? Also mir fällt das schon auf. Ich war natürlich vor der Pandemie Flugzeug, Flughafen. Ich bin seitdem nicht mehr geflogen. Also es stört mich jetzt auch nicht. Aber trägt das dazu bei, dass sich auch die Gesellschaft verändert? Weil für mich ist es jetzt nicht mehr so, vielleicht auch vom Alter abhängig, aber dass ich jetzt sage, ich muss jetzt in eine Stadt oder irgendwas. Also das Gefühl habe ich seit der Pandemie vollkommen weg. Hat sich da was verändert, Ihrer Meinung nach? Ich glaube, bei manchen Menschen schon. Ich hoffe, bei vielen. Ich kenne keine Untersuchung dazu. Bei anderen hat sich das Gegenteil irgendwie eingestellt und es wird leider auch sehr stark angeheizt von den Medien. Es wird uns jetzt eingeredet, dass wir alle eine irrsinnige Sehnsucht nach der Ferne haben. Die muss gar nicht da sein. Und vielleicht wäre es gut, wenn jeder, der sie plötzlich in sich spürt, einmal in sich geht und nachdenkt, ob das wirklich seine Sehnsucht ist oder die, die uns eingeredet wird von den Medien. Ist ja beachtlich, wir haben jetzt die Sehnsucht nach der Ferne. Andere Menschen werden aufgrund der Klimaveränderung betroffen sein, dass sie ihre Heimat wirklich verlassen müssen. Sie als Wissenschaftlerin beobachten auch jetzt Menschen, die flüchten müssen aufgrund von Klimakatastrophen und Klimaveränderungen. Wie sehr wird sich das auf die Menschheit auswirken? Was werden dafür Bewegungen auf uns zukommen? Ja, man braucht ja nur in die Vergangenheit schauen. Also die Völkerwanderungen waren zu einem nicht unwesentlichen Teil klimatisch bedingt. Natürlich hat das massive Auswirkungen. Und man kann es den Menschen ja nicht verübeln, weil wenn ich dort, wo ich zu Hause bin, nicht mehr leben kann, weil entweder ich meinen Lebensunterhalt nicht mehr erarbeiten kann oder weil das Wasser so hoch gestiegen ist, dass Meer, die Küste zum Beispiel sich einfach verlagert hat, ja, die müssen ja irgendwo hin. Und dass sie sich dorthin wenden, wo sie sich ein besseres Leben erwarten, ist auch verständlich. Das heißt, ich glaube, unsere Aufgabe wäre in erster Linie einmal den Klimawandel einzudämmen, damit weniger Menschen in diese Situation kommen. Und zweitens dann zu sorgen dafür oder Wesentliches dazu beitragen, dass die Menschen trotzdem zu Hause eine Möglichkeit haben. Weil die meisten Menschen wollen ja nicht weg von zu Hause. Das ist ein Druck, der aus Überlebenswille entsteht und nicht aus Verärgerung über die Heimat. Ja, es gibt immer die Abenteuernaturen, aber die sind ja nicht das Problem. Es sind die vielen das Problem, die ja eigentlich gar nicht weg wollen. Ich sehe das genauso wie Sie. Niemand will weg, aber wenn ich dort nicht mehr leben kann, dann muss ich weg. Jetzt haben wir Kontinente uns angeschaut, aber wir haben auch im Vorfeld auch darüber reden können, der Klimawandel betrifft auch ärmere und reichere Menschen unterschiedlich. Können Sie das vielleicht noch einmal für unsere Zuseherinnen? Es ist ein sehr großer Unterschied, wie stark man betroffen ist. Das gilt für die Staaten, aber es gilt eben auch innerhalb der Staaten und es gilt sogar innerhalb der Stadt. Es ist ja kein Geheimnis, dass die Wohlhabenderen eher in den grünen Bezirken, in den Außenbezirken leben, die an sich kühler sind, während die weniger begüterten Menschen oder die armen Menschen in dicht besiedelten, dicht verbauten Gebieten leben, mit wenig Grün, oft mit sehr viel Verkehr. Das heißt, sie können auch in der Nacht die Fenster nicht öffnen. Das heißt, die Hitze des Tages kann man nicht wirklich loswerden. Sie hält sich sowieso in den Straßen, aber ein bisschen könnte man es mildern und das geht nicht. Man kann auch nicht ohne weiteres übers Wochenende irgendwo hin sich erholen fahren, weil man die Mittel dazu nicht hat. Man geht arbeiten und das ist körperlich auch noch vielleicht sehr anstrengend. Also es gibt viele, viele Bereiche. Man kann sich um die älteren Menschen nicht so sehr kümmern, weil man nicht zu Hause ist, die aber sehr viel Zuwendung brauchen in Hitzeperioden, weil man sie dazu animieren muss zu trinken, weil sie nicht mehr das Durstgefühl haben, das jüngere Menschen noch haben. Das heißt, sie trinken nicht von selber und werden dann krank. Und all das akkumuliert führt halt dazu, dass die ärmeren Schichten viel stärker betroffen sind als die reicheren Schichten. Die sind auch betroffen, aber bei den Ärmeren trifft es viel stärker. Und deswegen glaube ich, dass es eben tatsächlich nicht nur eine ökologische Frage ist, sondern dass primär eine soziale Frage ist, der Klimawandel. Das ist auch eine Geschlechterfrage, kann ich gleich anschließen? Es ist auch eine Geschlechterfrage. Das ist in Entwicklungsländern ganz krass, weil eben Frauen sehr oft die anstrengende körperliche Arbeit wie Holz holen, Wasser holen und so weiter leisten. Es hat auch ganz interessante Wirkungen, an die man vielleicht von vornherein nicht denkt. Die Menschen müssen vom Land in die Stadt, weil sie dort eher Arbeit finden. Und dort sind Mädchen
eine reine finanzielle Belastung. Am Land helfen sie mit, hüten sie Kühe oder was immer, aber in der Stadt sind sie nur eine finanzielle Belastung. Und in Ländern, die also ein sehr, sehr patriarchales Denken haben, führt das dann dazu, dass man versucht, die Mädchen möglichst rasch zu verheiraten, damit man die Verantwortung an den anderen abgibt. Und das heißt, Kinderehen werden zu einem wirklichen Problem für die Mädchen in diesen Ländern. Das ist bei uns Gott sei Dank nicht das Problem. Bei uns geht es doch auch sehr darum, dass die Frauen immer noch typischerweise für die Abwicklung des Alltages zuständig sind, dass sie zuständig sind für Krankheiten, für also Leute zu pflegen, Alte zu pflegen. Der Mann sich eher verabschiedet ins Büro oder wo immerhin, vielleicht auch auf die Baustelle, dann hat das natürlich auch sehr schwer. Also man kann es nicht ganz verallgemeinern, aber es ist doch so, dass mit den Umständen die Frauen meistens mehr zu kämpfen haben als die Männer. Jetzt wieder auf das internationale Thema. Es ist ja so, dass wir in den letzten Jahrzehnten sehr viele internationale Abkommen erlebt haben, sehr viele Höhepunkte, auch freudige Momente, wo wir gesehen haben, die Welt vereinigt sich in Fragen des Klimas. Wie sehen Sie das jetzt nach den vielen Abkommen, die jetzt auch geschlossen wurden, wo wir diskutiert haben? Und wer sind jetzt auch so die Player, die wirklich das Klima ändern können? Wir haben jetzt einen neuen Präsidenten in Amerika, wir haben den Präsidenten in China, der auch sagt, er wird etwas verändern. Glauben Sie daran oder dass sich sowas bewegt? Ich glaube, gerade am amerikanischen Präsidenten zeigt sich sehr gut, dass das Bewegen verschiedene Aspekte hat. Das eine ist, was tue ich im eigenen Land? Und der amerikanische Präsident tut einiges im eigenen Land. Es ist nicht alles so, wie ich mir es auch wünsche. Zum Beispiel setzt er sehr stark auf Kernenergie, das würde ich nicht tun. Aber er baut Infrastruktur und also er tut einiges im eigenen Land. Aber seine Wirkung ist wahrscheinlich noch viel größer in dem, was er den Rest der Welt animiert zu tun. Weil Amerika und Europa von den Emissionen her, den weltweiten Emissionen her gesehen, jetzt nicht die ganz großen Emittenten sind. Das sind jetzt zunehmend eben China und die anderen Entwicklungsländer, nicht die ganz, ganz Armen, aber Indien, Brasilien. Das wird kommen, also Afrika wird wahrscheinlich auch da eine Rolle spielen. Ja. Natürlich. Ja. Und wenn man sich so die Kurven anschaut, wenn man einfach sozusagen extrapoliert, was sich derzeit tut, dann geht das bei den Entwicklungsländern enorm in die Höhe und die entscheiden eigentlich die Zukunft. Und deswegen ist es wichtig, dass Länder wie Österreich oder eben die USA jetzt diesen Ländern helfen, gar nicht den fossilen Weg zu Ende zu gehen, sondern dass sie diesen Ländern jetzt helfen, auf Erneuerbare umzusteigen, auf eine Infrastruktur, die nicht aus Individualverkehr besteht und so weiter. Das heißt, unsere globale Wirkung ist in dieser Hinsicht viel, viel größer, als was wir an Emissionsreduktionen machen können. Nur unsere... Wie sehr passiert das? Also wie viele Kollegen und Kolleginnen kennen Sie, die jetzt wirklich versuchen, da eine Trendwende zu setzen? Weil es wird natürlich in Afrika, kann man sagen, zeitversetzt sein wie bei uns in den 60er, 70er Jahren. Ein enormer Boom. Es geht darum, dass ein Aufstieg möglich ist. Kennen Sie da wen, der das auch empfinden kann? Doch, das glaube ich schon. Ich war jetzt schon lange nicht in Afrika, aber was mir die Kollegen und Kolleginnen erzählen, ist, dass es dort schon eine ziemlich starke Bewegung gibt, weil der Kontinent ja auch sehr stark betroffen ist. Nicht? Also sozusagen die Menschen spüren das auch. Das heißt nicht, dass jetzt der einzelne Landwirt, der einzelne Bauer sehr viel tun kann, aber gerade in den Städten tut sich da schon sehr viel. Auf unkonventionelle Weise, halt nicht so typisch wie bei uns, sondern sehr viel mit Improvisation und mit Kreativität. Aber das ist ja auch gut so. Unsere Denkweise ist nicht die einzig mögliche und die einzig seligmachende. Das stimmt. Und da wäre es natürlich spannend, wie die jungen Menschen dort denken, weil bei uns ist natürlich mit der Fridays for Future Bewegung für mich eine sehr spannende Bewegung gekommen. Also die letzte Bewegung in Österreich war Uni brennt, ist doch schon wieder lang her und jetzt geht es um ein ganz anderes Thema. Also damals ist es um Bildung gegangen und jetzt darum, dass die Zukunft dieser jungen Menschen gefährdet ist. Eine internationale Bewegung, glauben Sie, dass das auch in solchen Bereichen, in Entwicklungsländern fruchtet, dass diese jungen Menschen sich vernetzen und sagen, ja, wir wollen eine bessere Zukunft, es geht auch anders? Das glaube ich schon. In vielen Ländern ist es wesentlich schwieriger, weil eben die Rechte zur Versammlung und zum Protest nicht gegeben sind. Und trotzdem tun es die jungen Leute.
Also ich sehe das schon auch mit großer Freude, würde ich sagen. Allerdings natürlich auch eine gewisse Scham, nicht? Weil eigentlich sollte es nicht notwendig sein. Es sollte nicht notwendig sein, dass 13-, 14-, ja, bis 18-Jährige auf die Straße gehen, um für ihre Zukunft zu kämpfen. Das wäre eigentlich unsere Verantwortung. Aber ich sehe das schon als weltweite Bewegung. Dadurch, dass jetzt die jungen Leute eben wirklich über Internet und so wirklich und soziale Medien sehr stark vernetzt sind, greift sowas auch leichter über. Das war vor 20 Jahren oder 30 Jahren noch wesentlich schwieriger. Ein ganz anderes Thema, die Wirtschaft. Die Wirtschaft ist natürlich jetzt, was Emissionen betrifft, der große Player. Wie sehen Sie in Österreich da die Entwicklung, dass die Wirtschaft zum Klimaschutz beiträgt? Ist das etwas, wo Sie sagen, das ist ein richtiger Weg oder sind wir da noch eher hinten nach? Das kommt darauf an, wo man hinschaut. Also insgesamt sind wir hinten nach, das ist, glaube ich, gar keine Frage. Aber es gibt in Österreich Unternehmen, und das sind nicht nur die üblichen Vorzeigeunternehmen, es gibt Unternehmen, die das schon verstanden haben, es sind zum Teil große Unternehmen, die verstanden haben, dass man da jetzt umdenken muss. Ich glaube, was fehlt, ist die Führungsrolle der Organisationen, die dahinter stehen. Also man kann sie ja ruhig benennen, das ist die Wirtschaftskammer, das ist die industriellen Vereinigung, das ist auch bis zum gewissen Grad die Gewerkschaft, obwohl ich dort eigentlich mehr Bewegung sehe als in den Wirtschaftskammer und industriellen Vereinigung. Aber das ist natürlich auch die Landwirtschaftskammer, Arbeiterkammer. Also diese Institutionen sollten ja eigentlich vorangehen und zukunftsorientiert den Weg bereiten für ihre Mitglieder. Und das sehe ich nicht. Ich sehe eigentlich, dass die Mitglieder den Organisationen vorausgehen. Und das finde ich schade, weil in Österreich mit der Sozialpartnerschaft den Organisationen sehr viel Gewicht zukommt. Und die setzen es nicht für die zukunftsfähige Entwicklung der Wirtschaft ein. Mhm. Und ich glaube, es wird uns noch auf den Kopf fallen. Da komme ich zu einem anderen Thema. Bei das Klimavolksbegehren hatte eigentlich eine Forderung gehabt, die dazu zu passen wird, dass man den Klimaschutz jetzt in die österreichische Bundesverfassung mit aufnimmt, würde natürlich auch bewegen, dass dann die Sozialpartnerschaft anders agieren müsste. Aber wie sehen Sie diese Forderung? Wäre das etwas gewesen, was etwas ändern würde, oder? Also ich glaube, es steht in Österreich sehr viel in Gesetzen, was keine Wirkung hat. Ich glaube, es geht eigentlich mehr um Überzeugungsarbeit. Um Überzeugungsarbeit des einzelnen Referenten, des einzelnen Verwaltungsbeamten, der ja durchaus auch andere Optionen der Politik oder der Führung vorschlagen könnte. Und es ist aber... Ja, es gibt immer Ausnahmen, man sollte nie verallgemeinern. Es gibt in allen Bereichen wirklich sehr engagierte und sehr zukunftsorientierte Menschen. Aber insgesamt sind noch viel zu wenig da, um sozusagen diese inzwischen erstarrten Strukturen in die richtige Richtung zu bringen. Ich komme nochmal auf die Kommunalpolitik zurück, weil natürlich da das größte Interesse ist. Da höre ich oft Menschen, die sagen, ja, wie ist denn das mit der Infrastruktur? Ist das jetzt wirklich sichtbar, dass dieser Wandel kommt, jetzt was Elektromobilität betrifft oder andere Dinge? Sehen Sie da jetzt vom Zeitablauf her, dass das rasch genug geht oder was müsste da noch gemacht werden? Und sind Sie generell für die Elektromobilität? Ja, ich glaube, das Verständnis von Elektromobilität ist, glaube ich, ein falsches. Die meisten Menschen verstehen darunter, dass sie ihr Auto gegen ein Elektroauto austauschen. Und das kann es aber nicht sein. Sondern es geht darum, dass man viel mehr zu Fuß geht, mit dem Rad fährt und öffentlich verwendet, was in Wien sehr, sehr gut möglich ist. Also natürlich gibt es Bereiche, die sind weniger gut abgedeckt, aber im Großen und Ganzen geht das sehr, sehr gut. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und dass man für den Individualverkehr, wo man ihn braucht, und das kommt immer wieder vor, weil man was transportieren muss oder weil man irgendwen mitnehmen möchte, der nicht gut gehen kann oder so. Also es gibt gute Gründe, ab und zu mit dem Auto zu fahren. Kann man sich eines Taxis bedienen? Die sollten alle Elektrotaxis werden. Oder man kann sich des Carsharings bedienen. Und das sollte auch, da wäre meines Erachtens eine Aufgabe der Gesetzgebung, dass Carsharing nur mit Elektrofahrzeugen möglich ist. Mhm. Und natürlich die Energie auch erneuerbar produziert wird. Also man könnte viel mehr Schrauben drehen, um diese Veränderung zu beschleunigen. Wie gehen Sie, was sagen Sie den Kritikern, die sagen, naja, die Elektromobilität, das ist ja, bis sich da wirklich ein Auto im Gegensatz zu einem Dieselmotor und einem Benzinmotor, bis sie das wirklich rentabel ist, dauert das ja auch so lange Zeit und hin. Was kann man den Kritikern sagen, dass das sinnvoll wäre, CO2 zu verhindern? Deswegen müssen wir es gemeinsam verwenden. Nicht, dass nicht nur einer verwendet, der halt in der Früh in die Arbeit fährt, es dann den ganzen Tag dort stehen hat und am Abend wieder zurückfährt, sondern dass dazwischen noch 10 andere Leute... Aber es ist eine Generationenfrage. Also ich glaube, dass das bei den Jungen schon ganz normal ist, dass du mit einem sehr modernen, nicht ein Auto, wo du dich kümmern musst, permanent darum fährst, das ist eine reine Generationenfrage und kann man der älteren Generation auch schmackhaft machen, oder? Das glaube ich schon, wenn ich mir anschaue, wie viele von der älteren Generation im Öffentlichen sitzen und mit den Handys spielen, das gegangen ist, ja. Dann werden sie wohl auch sich
sich mit dem Auto abfinden. Man muss nur wegkommen von diesem Statussymbol Auto. Mhm. Also für die Jugend ist sowieso keins mehr. Aber da kann auch die Politik mit gutem Beispiel vorangehen und das immer wieder ansprechen. Und ich glaube, das ist wirklich, das ist eine Frage des Umdenkens. Und ich würde der älteren Generation das nicht absprechen, dass sie dazu fähig ist. Ich hätte jetzt abschließend eine Frage, weil Bankgespräche kümmert sich darum, was kann so jeder Einzelne im eigenen Umfeld machen, um die Stadt ein Stück besser zu machen. Also wir haben Bankgespräche deshalb begonnen, weil wir gesagt haben, es ist eigentlich untypisch für uns geworden, dass wir in der Stadt etwas selber machen. Wir sind sehr gut verwaltet, wir wissen, dass die Stadt sehr viele Dinge macht, aber es gibt dann doch irgendwie Ansätze, dass man sagt, ich hätte in meiner Stadt gerne mal garteln, ich hätte gerne selbst irgendwie mich um Teile der Stadt kümmern oder etwas andenken. Und deswegen auch die Frage an Sie, was Sie so sehen, was so eine Gruppe an Menschen, jetzt sage ich mal ein Bauer, ein Gemeindebauer, andere beitragen können, damit das Klima besser wird in unserer Stadt. Ja, im Anschluss an das Gespräch vorhin kann man eben gerade sagen, gemeinsam die Autos nutzen. Also weniger Autos haben und sie gemeinsam nutzen. Man kann vieles machen, man kann tauschen, man kann Quant tauschen, die Bekleidungsindustrie ist ein wesentlicher Faktor bei den Treibhausgasemissionen, weil sie auch so eine Wegwerfindustrie geworden ist. Man kann auch Essen teilen. Mhm. Also man kann in vielen Sachen zusammenarbeiten. Solidaritäts- oder Solidarwirtschaft kann man das nennen. Und das kann man heutzutage auch mit den digitalen Medien viel leichter organisieren. Nicht? Man muss nicht an jede Tür anklopfen und sagen, ich hätte Erdäpfel über, braucht ihr was? Sondern das kann man relativ leicht machen. Man kann es aber auch darüber hinaus. Ich meine, es gibt ja die Food-Coops, es gibt die Tauschbörsen. Solche Sachen sind unheimlich wichtig, weil sie nicht nur Ressourcen sparen, sondern Menschen auch zusammenbringen. Und ich glaube, der soziale Zusammenhalt ist eine ganz wesentliche Voraussetzung für gelingenden Klimaschutz. Und ist auch eine gesundheitliche Frage. Bei Kinderkleidung können wir das auch mitgeben. Ist es so, wenn die Kinderkleidung, je öfter sie gewaschen ist, desto gesünder ist sie, weil es sind ja Chemikalien drinnen, die ja von der Kinderhaut nichts zu suchen haben. Geben wir vollkommen recht, dass diese Möglichkeiten, die absolut richtig sind, jetzt auch für eine Stadt. Und jetzt komme ich wirklich zu meiner abschließenden Frage, weil wir haben hier Ihr Buch liegen und das möchte ich auch noch präsentieren und kann es nur wärmstens empfehlen, warum wir uns für die Rettung der Welt erwärmen sollten. Es geht auch um die berühmte Frage dieser 2 Grad, die ganz wichtig ist, und es steht da drinnen sehr viel, wo man auch reflektieren kann, wo man sagen kann, sind wir Musterschüler, sind wir am richtigen Weg, wie waren sie mal, wie waren sie in den 90er Jahren, was ist da noch alles zu tun. Aber das Wichtige wäre für mich von Ihnen noch so ein Wunsch an die Kommunalpolitik und auch Ihre Vision, wo wir in 10 Jahren sind, weil unser letztes Gespräch war vor 10 Jahren und in 10 Jahren treffen wir uns wieder hier im Türkenschanzpark. Wo stehen wir dann? Ich glaube, Wien ist auf einem tollen Weg und hat ein Klimabudget sich selbst verordnet, und das ist wirklich wegweisend. Und wenn man das ernst nimmt, und dazu gehört eben, dass das wirklich die ganze Verwaltung durchdringt, bis in die Bezirke hinein, dann glaube ich, kann Wien in 10 Jahren eine noch viel lebenswertere Stadt sein, wo Menschen gerne flanieren, gerne gehen, gerne mit dem Rad fahren und längst vergessen haben, dass sie einmal so versessen waren aufs Auto. Das sind wunderschöne Abschlussworte und ich glaube, es geht um unsere Zukunft, das muss uns bewusst sein, und die Zukunft unserer Kinder und Enkelin. Deswegen sage ich danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, und kann nur alle, die zugeschaut haben, aufrufen, mal versuchen, das Auto stehen zu lassen und zu Fuß zu gehen, weil Sie haben recht, das ist in Wien möglich und schnell und effizient. Vielen, vielen Dank. Danke ebenfalls. Danke.